Auch heute gibt es nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher und zwar sind das diese beiden hier und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, True North, schon immer nur wir von Sarina Bowen. Das ist der zweite Teil der Vermont-Reihe und ich habe den ersten Teil nicht gelesen, was auch absolut nicht schlimm ist, denn die Geschichten an und für sich sind in sich abgeschlossen. Allerdings folgt es natürlich wieder so einem Handlungsstrang. Das heißt, die beiden aus dem ersten Teil kommen auch hier wieder mit drin vor und kennt ihn vom ersten Teil auch schon. Ich werde mir den ersten Teil auf jeden Fall noch holen und lesen, denn dieses Buch hat mir so unglaublich gut gefallen, denn es war einfach nur toll. Es war einfach wunderschön. Ich komme aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Jude und Jude kehrt nach 3 Jahren in seine Heimat zurück und möchte nicht mehr an das denken, was vor 3 Jahren passiert ist. Denn in einer einzigen Nacht hat er das Leben seiner großen Liebe Sophie zerstört. Er hat natürlich nicht nur Sophies Leben zerstört, sondern er hat selber alles verloren. Seine Liebe, seine Zukunft, seine Hoffnungen, seine Träume, alles ging den Bach runter. Und ja, jetzt ist er zurück und versucht einen Neubeginn zu starten und als Sophie ihn wieder sieht, ist sie geschockt. Sie weiß nicht, was sie davon halten soll, sie weiß nicht, wie sie empfinden soll. Und Sophie merkt sehr, sehr schnell, dass immer noch etwas da ist zwischen den beiden. Und sie merkt halt auch sehr, sehr schnell, dass von ihrer Seite halt die Vergangenheit noch nicht abgeschlossen ist. Und ja, konfrontiert Jude dann auch da damit. Und was die beiden zusammen erleben und ob ihre Liebe noch eine Chance hat, das ist es, worum es in True North schon immer nur wir geht. Ich muss sagen, von der Handlung her habe ich was komplett anderes erwartet. Ich habe echt gedacht, naja, das wird bestimmt so eine Geschichte, die sich so und so entwickelt. Die Geschichte war vom ganzen Verlauf, vom ganzen Aufbau her anders, als ich es erwartet habe. Und das hat mich so überrascht und das war so gut, dass ich dieses Buch einfach echt nur mega feiern kann. Ich fand die Geschichte einfach nur richtig, richtig gut und hammer. Ich fand die einfach hammer, die Geschichte. Ich finde, dieses Buch hebt sich von der Handlung her und von allem, was da dazu gehört, komplett von anderen Büchern ab, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und das ist definitiv eins der besten Bücher in der Richtung, die ich dieses Jahr gelesen habe. Denn ich fand die Handlung einfach nur so unglaublich toll. Weil, wie gesagt, ich habe was komplett anderes erwartet und habe was so viel Besseres bekommen. Und ja, ich fand es einfach nur großartig. Ich fand es einfach toll, in der Handlung zu sehen, wie Jude mit seiner Vergangenheit kämpft. Ich fand es toll zu sehen, was Sophie für Probleme hat, denen sie sich stellen muss und die sie bewerkstelligen muss. Was die beide für Probleme haben. Was beide voneinander erwarten, was sie gedacht haben, was der andere tut. Und es war einfach nur wahnsinnig gut, dieses Buch zu lesen. Und wie gesagt, die Handlung war einfach der Oberhammer. Und ich war so begeistert und ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Ich werde mir den ersten definitiv noch holen und lesen. Und ja, also Handlungen... mega, einfach nur mega. Zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass die einfach der Oberhammer waren. Jude war so ein ehrlicher Charakter. Also ich habe mit ihm mitfühlen können. Ich konnte mich in seine Lage hineinversetzen, obwohl ich in diese Richtung überhaupt keinerlei Erfahrungen habe. Und trotzdem spürt man seinen Schmerz und seine Ängste, womit er jeden Tag zu kämpfen hat und was er zu bewältigen versucht. Und es ist einfach nur wirklich richtig gut gewesen, das Ganze so zu erleben. Und wie gesagt, ich war so in Jude drin und ich war auch so in Sophie drin, von den Gefühlen her. Das war einfach der Oberhammer und das hatte ich noch nicht bei sehr, sehr vielen Büchern. Also bei Fighting to be Free war es ähnlich, was die Charaktere betrifft, aber hier war das Ganze einfach wirklich der Wahnsinn. Also ich war so bei den Charakteren, ich war so in der Handlung drin, das war einfach der Wahnsinn. Also kann es nicht anders sagen, es war einfach der Oberhammer. Also wie gesagt, die Charaktere waren toll, die Handlung war toll. Zum Setting kann ich nur sagen, dass mir das auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das Ganze spielt in Coldbury, einer Kleinstadt in Vermont. Und ja, wie diese Stadt auch beschrieben wurde und wie die Gegenden beschrieben wurden, wo die beiden leben, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Vom Setting her kann ich also auch nur sagen, dass mir das Ganze wirklich sehr, sehr zugesagt hat. Also ich fand die Ausarbeitung toll, ich konnte mir die Orte vorstellen, wo die waren und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch diese Farm, die man ja aus dem ersten Teil schon kennt, fand ich auch wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Schreibstil kann ich nur sagen, wahnsinnig toll. Einfach der Hammer. Also es ist ein ganz einfacher, schlichter Schreibstil, aber er ist sehr ehrlich und er ist sehr offen. Und ja, er verschönigt halt auch nicht, dieser Schreibstil. Er ist trotzdem aber gefühlvoll und liebevoll. Also zum Schreibstil kann man nur sagen, dass das wirklich ein wahnsinnig toller Schreibstil ist. Wie gesagt, er bringt alles mit, was man für eine tolle Liebesgeschichte braucht. Und ich werde Sarina Bowen als Autorin jetzt definitiv im Auge behalten und gucken, was so noch von ihr erscheint. Und werde das Ganze dann sicherlich auch mitlesen, denn es war eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und ich freue mich jetzt, dass ich den ersten Teil noch lesen kann und freue mich dann, wenn der dritte rauskommt. Und ja, I like it, I like it, I like it. Und ich kann euch auch dieses Buch wieder nur wärmstens empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik lest. Und wenn ihr nach einer Liebesgeschichte sucht,
sucht, die mal ein bisschen anders ist und die euch wirklich noch überraschen kann, dann schaut euch True North schon immer nur wir einfach mal an. Ich fand es ganz, ganz toll und großartig und kann es euch tausendfach nur empfehlen und Susi-Stempel drauf geben und keine Ahnung was. Und ja, es war einfach der Oberhammer. Und nachdem ich dann nun dieses großartige Buch gelesen hatte, habe ich ein Buch gelesen, auf das ich mich auch schon sehr gefreut habe. Und zwar Wie das Feuer zwischen uns von Brittany C. Cherry. Ja, aber nachdem ich True North gelesen habe, hat dieses Buch ein bisschen abgestunken, muss ich ehrlich sagen. Denn hier war die Handlung wirklich sehr vorhersehbar für mich. Ich fand sie sehr einfach gehalten und sehr klischeehaft und sehr typisch Liebesroman, wie ich es auch im letzten Video schon gesagt habe, dass es halt von der Struktur her, vom Aufbau her wirklich war, junge Mädchen verlieben sich, beide machen Mist durch, sie trennen sich und dann treffen sie wieder aufeinander. Ja, es war halt von der Handlung her nicht so meins, da war es ein bisschen schwach für mich, gerade wie gesagt, nachdem ich True North gelesen habe, was mich ja so begeistern konnte von der Handlung, hat das Buch hier ein bisschen abgestunken. Ich komme aber auch hier erstmal zum Inhalt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich euch vom Inhalt her verraten kann, ohne euch zu viel zu verraten, denn hier hinten steht ja auch nicht wirklich viel drauf. Also es geht in dem Buch im Prinzip um Alyssa und Logan. Und Alyssa und Logan kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. Also sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch gibt es eine Gemeinsamkeit, die beide verbindet, die die beiden zusammenschweißt. Und ja, so werden die beiden beste Freunde und verbringen wirklich tolle Momente miteinander und fühlen eine Nähe zueinander, wie sie es bei keinem anderen Menschen fühlen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, und die beiden kommen sich näher und verlieben sich ineinander. Und alles scheint wirklich gut zu laufen und alles scheint wirklich ein tolles Happy End für die beiden zu nehmen, bis ein einziger Moment alles zerstört. Und ja, was dann noch mit den beiden passiert, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Ich komme als allererstes erstmal zur Handlung und das war wirklich ein Punkt für mich in dem Buch, was mich sehr enttäuscht hat. Denn die Handlung war wirklich sehr einfach gestrickt, sie war sehr vorhersehbar für mich. Also ich wusste dann so, okay, jetzt kommt das. Jetzt passiert garantiert das, aha, jetzt ist das und dann passiert das. Und so kam es auch. Und das hat mich wirklich sehr enttäuscht, weil ich gerade nach Wie die Luft zum Atmen da schon ein hohes Maß hatte, was diese Geschichte betrifft. Und ja, man sollte halt seine Ansprüche immer nicht zu hoch schrauben, dann wird man auch nicht so enttäuscht. Und jetzt hatte ich nun gerade vorab True North gelesen, wo mich die Handlung so umgehauen hat, dass ich dann hier wirklich etwas enttäuscht war, was die Handlung betraf. Ich mochte allerdings die Charaktere sehr. Also ich fand Logan als Charakter wirklich gut. Ich mochte auch Alyssa. Obwohl ich sagen muss, dass ich die beiden an manchen Stellen einfach nicht verstehen konnte. Ich konnte die Handlungsweise nicht ganz nachvollziehen. Ich konnte mich da einfach nicht gut in sie hineinversetzen. Also gerade diese eine Sache, das hatte ich mit Annika gestern erst besprochen. Das fand ich sehr merkwürdig. Das kann ich euch aber an dieser Stelle jetzt nicht verraten. Das würde ich euch spoilern. Ich fand das teilweise einfach sehr merkwürdig, wie die beiden sich verhalten haben und habe gedacht, ja, hättet ihr einfach mal miteinander gesprochen, hättet ihr all eure Probleme klären können. Aber nein, man muss ja nicht miteinander reden, warum denn auch? Ja, und das fand ich so ein bisschen schwierig, aber ansonsten mochte ich beide so vom Grund auf her. Ich mochte Alyssa, ich mochte Logan. Ich fand die Entwicklung gut, die die beiden in der Geschichte gemacht haben. Vom Setting her kann ich nur sagen, Oberhammer. Also ich fand die Kulissen, die Brittany C. Cherry hier beschrieben hat, wirklich wahnsinnig toll. Also ich konnte mir das wirklich bildlich vorstellen. Ich hatte Bilder in meinem Kopf, wie das aussieht, wo die wohnen, wie das aussieht, wo die da waren und wie das aussah, wo das war und wo das war. Und also das hat Brittany C. Cherry einfach drauf, ein wahnsinnig tolles Setting zu schaffen und ein Setting, wo ich wirklich Fantasie habe, wo ich weiß, wie das aussieht, wo ich mir das wirklich alles gut vorstellen kann. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich auch voll und ganz überzeugt. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die Geschichte genau spielt, es war irgendeine Großstadt, aber ja, vom Setting her fand ich es einfach nur wahnsinnig toll und da konnte mich die Autorin total überzeugen, genau wie ihren Schreibstil. Also der Schreibstil von Brittany C. Cherry und auch die Übersetzung hier, muss ich da echt mal loben, ist der Oberhammer. Dieses Buch ist so gefühlvoll geschrieben, das ist der Wahnsinn. Es sind einfach so schöne Worte, die hier gefunden werden, um Sachen zu beschreiben oder Konversationen einfach zwischen den Charakteren, die einfach nur so unglaublich schön sind. Und ja, also das war wirklich das Nonplusultra, was Brittany C. Cherry einfach drauf hat und was auch die Übersetzer hier drauf haben, dass die Übersetzung einfach der Wahnsinn ist. Und allein wegen der Übersetzung und wegen dieser schönen Worte kann ich euch das Buch wirklich nur schon empfehlen. Denn Wie die Luft zum Atmen hat mir, wie gesagt, vom Grund auf her zwar besser gefallen, aber auch bei Wie das Feuer zwischen uns war der Schreibstil einfach wieder der Wahnsinn. Es war einfach der Oberhammer. Diese Frau findet so schöne Worte und so schöne Formulierungen und Ausdrücke für Dinge, die ist, also, das habe ich noch bei keinem anderen so erlebt und empfunden. Das ist einfach wirklich
ganz, ganz toll. Da hat Brittany C. Cherry wirklich ein unglaubliches Talent. Das ist, also, der Wahnsinn ist das, der Wahnsinn. Mein Fazit zu diesem Buch ist, dass ich es euch trotz der vorhersehbaren Story und trotz der zwei, drei kleinen Schwierigkeiten, die ich mit den Charakteren hatte, ich euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen kann und empfehlen kann zu lesen, denn es ist, wie gesagt, allein durch den Schreibstil eine so tolle Geschichte. Ich mochte Wie die Luft zum Atmen definitiv mehr, das war definitiv mehr meine Geschichte. Aber auch das Buch hier war wirklich schön zu lesen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen und in die Geschichte einzutauchen. Und auch das kitschige Ende war wieder ganz, ganz toll und ich mag kitschige Enden und Happy Ends und ja, und es war so schön und I like it, I love it. Und also lest dieses Buch, wenn ihr Bock auf eine wunderschön geschriebene Liebesgeschichte habt mit sehr, sehr viel Gefühl, dann schaut euch Wie das Feuer zwischen uns und Wie die Luft zum Atmen auch auf jeden Fall mit an. Ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil, der heißt dann, glaube ich, In stillen Wassern. Der kommt nächstes Jahr im Februar raus und ja, da freue ich mich dann auch schon drauf, dieses Buch zu lesen und kann euch aber so lange, wie gesagt, die ersten beiden Bücher hier wirklich nur empfehlen. Das waren meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Wie gesagt, das eine konnte mich von der Handlung absolut fesseln und überzeugen und die Charaktere waren der Wahnsinn. Und bei dem anderen war es einfach der Schreibstil, der es mir angetan hat, der so wunderschön war und so gefühlvoll und so liebevoll und ach, einfach alles so toll und voll und ja. Also wenn ihr die beiden Bücher schon gelesen habt, dann schreibt mir eure Meinung natürlich wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und der Hund schläft auch schon wieder. Bis dann.